Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wolfenstein The New Order. In der letzten Folge sind wir vom Mond geflüchtet und sind jetzt mittlerweile hier wieder auf der Erde. Ich nehme mal an in Berlin, obwohl ich da hinten ja auch... Da ist der Big Ben aus London. Ich weiß nicht, wie der hier dann, wenn das hier in Berlin ist, in Berlin gelandet ist, aber... Ne, wir sind in London, aber... Es wurde ein gesuchter Verbrecher gesichtet. Die Ausgangssperre ist ab sofort in Kraft. Bürger von London, kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Ist das ein Bosskampf? Stellen Sie Ihre kriminellen Aktivitäten ab. Alter! Hier rein! Was für eine Strafe. Benutzen Sie die Tunnel wie eine Ratte. Sie können sich. Mach ich auch. Hey, komm. Nein. Warte, ich versuche mich jetzt mal hier im Kreis zu drehen. Um dann hier die kaputt zu machen, ja. So, wenn der Laser... Unterlassen Sie unverzüglich die Beschädigung von Staatseigentum. Und das sagst du mal nicht, Blastowicz. Alter. Aua. Kann das sein, dass ich Lasergewehr brauche? Der von Ihnen verursachte Schaden erhöht die Schwere Ihres Verbrechens. Sie beschädigen Ach. Okay, dann führen wir das hier wieder auf. Ich mach den jetzt die ganzen scheiß Raketen kaputt. Aua. Komm her. Komm, mach auf. Aber warum treffe ich da nicht mehr? Sie werden gefunden und zur Rechenschaft gezogen.
Man muss immer abwechselnd erst links, dann rechts. Verstehe ich nicht. Okay, jetzt haben wir das zweite kaputt. Aber hier so verschanzen ist ja easy. Dann gehen wir wieder auf Seite, der trifft uns hier nicht mehr und wir haben hier direkt Strom. Diesmal habe ich schlecht getroffen. Okay, der. Aua. Okay, das war nicht gut. Der soll wieder auf Seite gehen. Genau so. Ich weiß nicht, ob die mehrere Hits brauchen oder... Bob. Okay, jetzt sind nur zwei seiner Raketen da. Okay, jetzt ist noch eine Rakete da. So schwer ist das jetzt nicht. Also, wenn man sich hier verschanzt, jetzt macht er nochmal die Augen auf. Ja, was ist jetzt mit deinen Raketen, hä? Jetzt bleibt eigentlich nur noch unten das... Okay. Komm zurecht, jetzt runter, Blazkowicz! Oh mein Gott. Wow. Könnte noch mal ein bisschen extra Leben gebrauchen. Bestrafung zu erhalten. Blazkowicz, der kriegt keine Bestrafung.
Ja, schieß doch. Danke. Ach Mann, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Ja, jetzt geht's auch schon wieder nicht. Okay, das war Nummer 2. Er ist kaputt. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Captain Blaskovic. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Wilhelm. William. In Amerika nennt man mich Deathhead. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. Toten. Off. Leskovic, ich hasse schlechte Nachrichten, aber hier geht alles den Bach runter. Hatten keine Zeit, uns vorzubereiten. Ich bin am tragbaren Funkgerät. Sie sind hier drin. Und jetzt in den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Wie ist Ihr Status? Wird immer schlimmer. Keine Ahnung, wie lange wir das noch aushalten können. Hier wimmelt's nur so von Totenkopfsmännern. Die werden von ihrer alten Freundin Frau Engel angeführt. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline ist bei mir. Haben uns im Hubschrauberhangar verschanzt. Sitzen in der Falle. Diese Schweine sind überall. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ein paar sind tot. Der Rest versteckt sich. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns alle finden. Was bringt ihr unsere Freunde um? Max Hass. Max Hass. Dieser Dreck, Mann. Ja, die haben 100er Prezis, ne? Ja, wie viel hältst du aus?
gucken jetzt von der Seite. Ich hab ihn gerade so viel auf den Kopf gehauen, ne? Ja, Max, mach auf. Achso, ich darf rein. Max? Max. Blasco, verdammt nochmal, sind Sie das etwa? Hören Sie, Blasco, Sie hat Anja. Verdammte Frau Engel. Auch Seth und Bombata hat sie in ihrer Gewalt. Sie werden zur Hochkopfbasis gebracht. Caroline, was zur Hölle machst du da? Nicht. Das verdammte Ding zum Laufen bringen. Dann mach's leise, okay? Hey, Blasco, wir haben noch einen Hubschrauber beim Hangar. Wenn Sie schnell machen, nehmen wir ihn uns. Holen Sie unsere Leute raus. Kommen Sie zu uns. Ja, wir gehen jetzt hier in der Kimbo rein. Das, was sie mit unseren Freunden gemacht haben, Familie gemacht haben. Das geht so nicht. Wo seid ihr? Ja, Mulan. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, und dann sind das solche beschissenen Schrotflintentypen. Ernsthaft? Okay, hier habe ich wenigstens jetzt eine Rüstung gefunden. Und Heilung. Aber warum befördert der Engels? Okay. Die. Oh, hä? Ich verstehe nicht. Wir haben dazu gebracht, dass sie die komplette Basis verloren hat. Ja. Und jetzt wurde die dann befördert und hat uns jetzt hier alles kaputt gemacht. Dafür hätte die eine Beförderung bekommen können. Okay, jetzt haben wir beide Schrotflinten. Dudes weg. Und dann gehen wir weiter nach oben. Das muss ich mir noch einmal geben. Schöne Toilette. War immer schön, dich abspülen zu dürfen. Jetzt mal schauen, wie... Achso. Hab mich schon gewundert, warum das hier ist. So, dann gehen wir hier mal rein. Sie hat überlebt? Hab sie kommen hören. Alles im Einklang mit den Zahlen. Heute ist die entscheidende Zahl. 19. Eine Primzahl, warum nicht? Mathematisch betrachtet muss jeder von uns 19 von denen erledigen. Im Schnitt. Dann werden wir gewinnen. Ja. Ich bin inzwischen schon richtig gut darin geworden. Ich habe schon 11 geschafft. Habe ich schon Danke gesagt? Ich weiß nicht, ob ich ihn gedankt habe. Ich sollte meinem Freund Danke sagen. Aber ich habe vor heute schon 7 erledigt. Auf andere Weise. Ich muss jetzt weiter Fergus und Caroline finden. Sie sollten mit mir kommen. Und mein Modell ruinieren? Es entspricht dem Kausalitätsprinzip. Sie wollen, dass ich gegen die Naturgesetze rebelliere. Verstehen Sie nicht?
Der Weg vor ihnen ist lang und so steinig, dass ich mich frage, ob ihr Kopf das aushält. Mein Weg endet hier, an diesem Tag. Ich bin froh, einen Freund gefunden zu haben. So schnell verliert man Freunde. Hey Blasco, einer der Abwassertunnel müsste zum Hangar führen, glaube ich. Aber Vorsicht, hier laufen die widerwärtigsten Regimeärsche rum, die sie je gesehen haben. Warum hat er es überlebt? Ist auf einmal neben mir. Okay, mit dem Elder kriegen wir die am besten hier weg. Asamon wird durchgehend angeballert. Ich weiß, ich bin die Folge etwas ruhiger, aber es ist gerade auch viel los und ich möchte halt nicht so oft fällen wie sonst auch immer, ne? So, aber lief doch gut. Also ich hatte schon mal schlechtere Situationen. So, aber jetzt ist nur die Frage, muss ich da rein? Oder komme ich von hier? Ich muss hier rein. Okay. Ich sehe schon, gleich kommt irgendwo der Hund und ich erschrecke mich wieder. Willkommen zurück in Berlin, Blasco. Ich kann dich bewegen. Vielleicht können Sie was gegen die Angreifer unternehmen. Und passen Sie auf Fergus auf, bitte. Er hat keine Munition mehr und kann sich nicht verteidigen. Armer Kerl. Was hat sie da gesagt? Die hat die Darky Schutzrüstung an, ne? Die Blazkowicz ja mal versucht hätte anzuziehen. Wie kann ich diesen Koloss besiegen? Oh, ich will gar nicht am Ende des Let's Plays mein Death-Counter wissen. Was? Hier doch eben was geblinkt. Wo muss ich denn hin?
Kann es echt nur noch das hier sein? Okay. Ja, wir haben es geschafft und. Einsteigen, Jungs! Wir haben noch was vor! Purchase. Leute retten! Es ist noch nicht vorbei! Seid ihr die letzten Überlebenden? Max hat es überlebt. Und er auch. Du bist ein Junge. Weißt du das? So ein guter Junge. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Hab keine Angst. Wir sind alle allein. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Das ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Wir passen den richtigen Moment ab. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes. Wir tauchen ran, kommen erst kurz vor der Basis an die Oberfläche. Sie machen die verdammte Außenwand mit der Kanone platt, dringen so schnell es geht in die Basis ein. Sie werden das Feuer erwidern. Also tauchen wir, bevor sie das U-Boot versenken. Dann ziehen wir uns in sichere Entfernung zurück. Wenn sie drin sind, dringen sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien sie die Gefangenen. Wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf. Zünden die Atombomben. Ebnen alles ein. Bumm, zack. Kein Totenkopf mehr. Passen Sie auf sich auf. Vergeigen Sie es nicht, Sie grandioser Scheißkerl. Max Haas! So. Aber das geht erst in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat der Kampf gegen das Auge von London gefallen. Und das, was wir da in unserer ehemaligen Basis gemacht haben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, dass wir Wolfenstein in New Order spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.